Tag, ihr Lieben. Mahlzeit, hallo, was auch immer. Ein neuer Whisky steht auf dem Tisch. Wir haben schon angefangen mit dem Angebot des Monats. Der hier ist heute erst gekommen, wird aber unser Part 2 vom Angebot des Monats. Eine Abfüllung von Barry Brass & Rudd, ein Williamson. Und anders als man das häufig gewohnt ist von den Abfüllungen von Barry Brass, kommt der in Trinkstärke daher. Das ist etwas Laphroaig, unabhängig abgefüllt in Trinkstärke. Kommt auch nicht so oft daher. Ups, war ein bisschen großzügig, aber aus Gründen der Gleichheit muss ich das dann durchziehen. 9 Jahre alt, 2014 destilliert, 2023 abgefüllt, mit 46%. Das klingt reichlich spannend nach einem schönen Daily Dram. Recht hell, etwas für Farbtrinker wie mich. Schöne Bourbon-Fasslagerung. Und die erste Nase verrät eigentlich schon recht deutlich, was es ist. Natürlich nicht ganz so gewaltig wie bei einem fast starken Whisky, aber unverkennbar phenolische Noten. Dazu eine Süße. Schön vanillige Süße mit einer leicht kräutrigen Note. Ein bisschen Rosmarin finde ich da mit drin. Im Hintergrund dezent fruchtig. Ein bisschen Weintraube, Birne. Und der Rauch nicht überbordend. Könnte sein, dass das auf der Zunge anders ist. Wir sind bereit, es herauszufinden. Slange. Sollte man in der Nase noch vielleicht Zweifel gehabt haben, warum auch immer. Und worum es sich handelt, im Mund unverkennbar. Richtig schöne, dreckig-phenolische Noten. Gefällt mir sehr. Kräftige Süße, die dagegen hält. Sich aber nicht ganz durchsetzen kann. So der Rauch packt das Aromenpaket gut ein. Fruchtige Noten finde ich auch dabei. Ja, die 46% fühlen sich richtig schön knackig, kräftig, passend an. Bin hier bei den Fruchtnoten, auch bei Birne, die habe ich noch am deutlichsten. Weintraube nur noch so in Spuren, geht eher so ein bisschen Richtung Honigmelone. Wie gesagt, eine schöne Süße dabei. Und das Ganze komplett eingehüllt in wirklich schönen Rauch. Der bleibt auch im Abgang recht lang erhalten. Die Süße nimmt langsam ab. Die fruchtigen Noten sind noch so als erstes weg. Aber richtig fein. Schönes Ding, schöne Abfüllung ist das. Wie gesagt, bei uns im Angebot diesen Monat als Whisky des Monats für 69,90. Regulär kostet er 79,90, kann man also schon mal 10 Euro sparen. Lohnt sich auf jeden Fall, wer so auf Peated Whiskys steht, wer es gerne ein bisschen dreckig, schmutzig macht mit einer schönen Süße dabei.
Da macht man nichts verkehrt. Und falls man noch ein Weihnachtsgeschenk braucht für einen Pete-Head, auch da passt es. Und es könnte sein, dass er die Weihnachtstage nicht überlebt, wenn man ihn Heiligabend schon aufmacht. Wir lassen uns überraschen. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.